Ich habe dir ein Bild mitgebracht, das Bild einer Handhebeldresine. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff etwas sagt, eine Handhebeldresine. Ich bin so eine Handhebeldresine nie gefahren. Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, ich kann sie nur aus den Comics. Vielleicht bist du schon mal eine Handhebeldresine gefahren. So eine Handhebeldresine wird heute vorwiegend als Touristenattraktion genutzt. Mittlerweile gibt es auch sogar einige Sportwettkämpfe, die damit betrieben werden. Erfunden wurde eine Handhebeldresine im 19. Jahrhundert. Es gab Bahnarbeiter, die schnell zu den Orten kommen mussten, um Schienen, die reparaturbedürftig waren, zu reparieren. Und diese Handhebeldresine hat eine einfache Mechanik, funktioniert mit einer einfachen Mechanik. Du presst den Hebel auf und ab und die Kraft wird über eine Kurbelschwinge auf die Räder übertragen. Auf gerader Strecke haben Bahnarbeiter damals auch gerne mal 25 bis 30 Kilometer in der Stunde geschafft damit. Das ist deutlich schneller als zu Fuß. Wahrscheinlich wird so eine Handhebeldresine nicht unbedingt das Transportmittel deiner Wahl sein, wenn es darum geht, möglichst schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Heute haben wir viele verschiedene Transportmittel, das Auto, das Flugzeug, das Fahrrad. Und auch auf der Schiene gibt es andere Möglichkeiten. Aber die Art und Weise, wie so eine Dresine funktioniert, ist ein gutes Beispiel, eine gute Illustration dafür, wie wir in unserem Glauben schnell vorankommen können. Und warum die Dresine, so eine Handhebeldresine, das Transportmittel deiner Wahl sein sollte, wenn es darum geht, geistlich zu wachsen, im übertragenen Sinne, dazu möchte ich am Ende dieser Predigt kommen. Behalte dieses Bild mal für einen Augenblick im Kopf. Jetzt wollen wir uns als erstes mal den Predigttext für heute anschauen. 1. Thessalonicher 3, Verse 12 bis 13. Dort schreibt Paulus: Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Diese Worte sind ein Segensgebet von Paulus. Und in diesem Segensgebet drückt Paulus einen Wunsch aus für die Thessalonicher. Er sagt, euch lasse der Herr wachsen, möge der Herr euch wachsen lassen und immer reicher werden, so dass eure Herzen stark und untadelig sein mögen. Dieser Wunsch im Gebet hat ein ganz konkretes Ziel vor Augen, ein Wachstumsziel, so dass eure Herzen stark und untadelig seien vor Gott. Ich möchte zuerst mal den Fokus auf diesen zweiten Teil, auf den Vers 13 legen, das Wachstumsziel. Wenn ich an ein Wachstumsziel denke oder überhaupt an Wachstum an sich denke, dann habe ich meistens das Bild von einem Baum vor Augen. Ein Baum, der wächst. Ein Baum, der stabil wird, der fest wird, der auch bei Sturmwetter stabil ist, der tiefe Wurzeln hat, der einen festen Stamm hat, der strahlt Stärke aus. Der wird nicht einfach so umgeworfen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, auch in unserem Glauben zu wachsen, dass wir Menschen werden, die einen festen, einen starken, einen stabilen Glauben haben, die Glaubensüberzeugungen haben, die nicht einfach mal umgeworfen werden. Und es ist nicht egal, was du glaubst. Es ist wichtig, dass du gute Glaubensüberzeugungen entwickelst. Es ist wichtig, in die Bibel zu schauen. Es ist wichtig, dich mit den Dingen des Glaubens zu beschäftigen, damit dein Glaube nicht bei ein, zwei skeptischen Fragen direkt aus der Bahn geworfen wird. Oder du bei einem nächsten YouTube-Video mit skurrilen Thesen über den christlichen Glauben irgendwie alles dann anfängst in Frage zu stellen. Es geht darum, wenn es darum geht, im Glauben zu wachsen, fest und stabil zu werden. Aber hier im Text wird das Wachstumsziel auch noch etwas anders definiert, etwas erweitert. Es geht nicht nur um starke Überzeugungen,
sondern es geht darum, auch im Herzen stark und untadelig in Heiligkeit vor Gott zu sein. Also wenn wir das auf das Bild vom Baum übertragen, dann geht es auch darum, Früchte zu bringen, Früchte zu tragen. Das ist das Ziel von einem Baum. Der Baum kann stark sein, aber die Früchte sind das Produkt des Baumes. Das heißt, es geht beim Wachstumsziel, beim Wachstum im Glauben nicht nur darum, feste Überzeugungen zu haben, sondern auch immer mehr in der christlichen Lebensführung zu wachsen. Geistliches Wachstum, Glaubenswachstum wird sich immer auch in der entsprechenden Lebensführung bemerkbar machen. Die Bibel nennt diesen Wachstumsprozess Heiligung. Und das bedeutet so viel wie untadeliger werden, heiliger werden, immer mehr den Maßstäben Gottes, den guten und hohen, teilweise auch hohen Maßstäben Gottes gerecht zu werden oder immer mehr das auszuleben, Jesus ähnlicher zu werden. Was bedeutet das konkret? Was ist Heiligung ganz praktisch? Wachstum in Heiligung bedeutet auch Veränderung in sämtlichen Lebensbereichen. So nach dem Motto, wer früher gestohlen hat, der tue das nicht mehr. Es geht darum, heilig zu leben in sämtlichen Bereichen des Lebens. Im Umgang mit Worten, in der Art und Weise, wie wir reagieren, wenn jemand uns angreift oder uns ungerecht behandelt. In den Umgang mit Dingen, die vielleicht auch manchmal selbstzerstörerisch sein könnten oder uns schaden könnten. Wie ernst wir es mit der Wahrheit nehmen. Ob Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit zu unserem Lebensstil werden oder nicht. Oder wie hier bei den Thessalonichern ganz konkret der Fall das ist, in Kapitel 4 wird davon berichtet, dass sie es so mit der sexuellen Moral nicht so ernst nahmen. Oder als zweites, was Paulus anspricht in dem gleichen Kapitel, wo er sagt, manche von euch nehmen das mit dem Thema Faulheit nicht so ernst. Sie sagen einfach, ich gehe gar nicht arbeiten, lieber schnorre ich mich durchs Leben durch. In all diesen Lebensbereichen zu wachsen und ein Stück weit mehr den Maßstäben Gottes zu entsprechen. Heiligung ist ein sich immer mehr verändernder Lebensstil und schließt Veränderung in sämtlichen Lebensbereichen ein. Wichtig dabei ist, es ist mehr als einfach nur ein ehrenhaftes Leben zu führen. Ein Leben vielleicht, das andere Menschen beeindruckt oder ja, irgendwie einen Eindruck bei ihnen hinterlässt, sozusagen, das ist ein guter Mensch. Es geht darum, nicht einfach das vor Menschen irgendwie ehrenhaft dazustehen, sondern vor Gott. Untadelig in Heiligkeit zu sein, vor Gott würdig zu leben. Weil Gott derjenige ist, der uns kennt. Weil Gott derjenige ist, der alles weiß, auch das, was wir vielleicht vor anderen Menschen verbergen, was unsere Motive eigentlich sind. Deswegen redet Paulus hier auch in diesem Zusammenhang davon, dass das Herz stark und untadelig sein soll. Denn im biblischen Kontext ist das Herz viel mehr als einfach nur ein Muskel, der uns am Leben hält. Es ist auch mehr als nur der Sitz unserer Gefühle oder von unserem Willen, sondern die Bibel macht deutlich, dass aus unserem Herzen unser Verhalten entspringt. Auch die heimlichen, auch die versteckten Motive sind sichtbar. Jesus sagt, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was im Herzen ist, das kommt irgendwann hervor. Das Gute, aber auch das Negative. Wir als Menschen können einen anderen Menschen immer nur vor den Kopf schauen. Wir können nicht sehen, was ihn wirklich bewegt innen drin. Womit er zu tun hat, was mit er zu kämpfen hat, was seine Motive sind, das wissen wir alles nicht. Im Alten Testament lesen wir davon, dass Gott in das Herz hineinschaut. Gott sieht unser Herz an. Er merkt, was uns antreibt. Und er kann auch hinter die Fassade blicken. Und im Neuen Testament wird es deutlich, dass Gott unsere Motive unseres Herzens offenbar machen wird. In 1. Korinther 4, Vers 5 lesen wir, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und das Trachten, die Motive des Herzens offenbar machen wird. Wir glauben an einen
allwissenden Gott, der alles weiß, der uns kennt, der unsere Motive kennt, dem wir nichts vormachen können. Und deswegen kann es bei Heiligung, bei diesem Wachstumsziel, niemals darum gehen, einfach nur vor Menschen toll dazustehen, vor ihnen irgendwie Ehre zu bekommen, sondern das, was zählt, ist Gottes Maßstab für unser Leben. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dich jetzt fragst, was bringt denn das eigentlich? Was bringt so ein Anspruch an eine Lebensführung eigentlich? Warum sollte ich mich bemühen, untadelig vor Gott zu leben? Warum sollte ich mich bemühen, heilig zu leben? Ist das nicht vielleicht oder ganz konkret eigentlich völlig unerreichbar? Ist das überhaupt möglich? Reicht nicht der Glaube einfach aus? Ist mein Lebensstil, meine Lebensführung nicht eigentlich mehr oder weniger egal vor Gott? Interessiert Gott wirklich, ob ich einmal mehr oder weniger lüge? Ist es Gott nicht eigentlich völlig egal, ob meine Arbeit, die ich tue, ob ich sie gut mache oder ob ich sie schlecht mache? Interessiert Gott wirklich, mit wem ich ins Bett steige, ob ich treu bin oder fremd gehe? Ist mir nicht eh vergeben? Die Thessalonicher, die hatten ähnliche Bedenken. Die hatten auch diesen Gedanken, dass das eigentlich irgendwie viel zu anstrengend ist. Und außerdem hatten sie ganz viele Gedanken, die sich damit beschäftigten, wie denn jetzt das nahe Weltende aussehen würde, ob es vielleicht schon da ist, wie die Wiederkunft von Jesus aussieht, ob er vielleicht schon wiedergekommen ist und keiner hat es einfach gemerkt. Und dann kamen so die Gedanken wie, wenn Christus bald wiederkommt, ist es dann nicht egal, ob ich heute arbeiten gehe oder mich durchschnorre? Wenn Christen sterben, bevor Jesus wiederkommt und am Ende all der Zeit sowieso alle bei Gott sind oder weil sie geglaubt haben, bei Gott sind, ist das dann nicht egal, wie ich mein Leben jetzt führe, ob ich das heilig tue oder nicht? Wozu also Heiligung? Wozu eigentlich Jesus ähnlicher werden? Die Antwort ist ganz einfach. Und Paulus und an anderen Stellen des Neuen Testaments finden wir diese Antwort, der ganzen Bibel eigentlich finden wir diese Antwort. Gott selbst ist heilig. Gott selbst ist vollkommen Licht. Und deswegen sollen die, die zu ihm gehören, auch ihn widerspiegeln. In 1. Thessalonicher 5, Vers 5 wird das so ausgedrückt. Ihr seid ja alle Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Ihr lebt das Leben von der Perspektive des kommenden Tages her. Ihr lebt euer Leben nicht einfach nur für hier und jetzt, für das Durchschnorren hier und jetzt, sondern vom kommenden Tage her. Ihr lebt ein Leben, das vom Ende her gedacht wird, vom Leben Ende gedacht wird, vom kommenden Tag bestimmt ist. Von dem Tag, wo wir mit Gott, mit dem heiligen Gott zusammen sein werden. Und deswegen, sagt Paulus, macht es nur Sinn, auch jetzt schon in Heiligkeit zu leben. Ein Leben zu führen, das Gott widerspiegelt. Seid heilig, denn ich bin heilig, lesen wir in der Bibel. Wachstum im Glauben bedeutet also Wachstum in einem heiligen Lebensstil, in der Lebensführung. Das ist das Wachstumsziel, auf das Paulus uns und die Thessalonicher hinweisen will. Wie komme ich dahin? Wie wachse ich ganz konkret in der Heiligung? Wie verändere ich meine Lebensführung? Ist das nicht viel schwerer, als ich das vielleicht irgendwie anhört, einfach so mal jetzt früher gestohlen, jetzt nicht mehr stehlen? Wie wird das praktisch? Gerade wenn ich vielleicht schon immer so gelebt habe. Na, ich bin halt Choleriker. Ich habe das in die Wiege gelegt bekommen, da kann ich doch nicht jetzt einfach aufhören, mal aufbrausend zu sein und nicht cholerisch zu sein, zu reagieren. Ich habe halt schon immer eine lose Zunge gehabt und habe das mit dem Lästern nicht so ernst genommen. Und jetzt einfach das so zu verändern, weißt du eigentlich, wie schwer das ist? Das kriege ich nicht einfach so mal hin. Ich habe vielleicht schon mit Alkohol schon länger ein Problem und ich weiß eigentlich, was das auch kaputt machen kann.
Aber darauf einfach mal länger zu verzichten, ist echt schwer. Ich habe Fleiß nicht von zu Hause aus gelernt. Ich habe da nie ein Vorbild da gehabt und habe mich bemüht, das zu verändern. Aber ganz ehrlich, ich schaffe das nicht. Und Treue ist für mich eigentlich immer, schon immer ein flexibler Begriff gewesen. Jetzt Sexualität nur in der Ehe zu leben, das ist echt eine Hausnummer, sowas zu fordern. Mir fiel es immer schwer, was abzugeben. Jetzt soll ich auf einmal großzügig sein? Ich habe noch nie was für Bedürftige oder wenig für Bedürftige übrig gehabt. Und jetzt mich um sie zu kümmern, jetzt dafür ein Herz zu haben, das sind ganz schön große Veränderungsschritte. Ist Heiligung nicht zu viel verlangt? Verlangt Gott nicht zu viel von uns? Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Die Antwort finden wir in dem ersten Vers unseres Predigttextes, in 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Paulus betet, dass Gott die Thessalonicher wachsen lässt. Und dieses Gebet, das haben wir schon gesehen, ist eine Wunschformulierung. Möge der Herr euch wachsen lassen und immer reicher werden in der Liebe. Aber es ist ein Wunsch, dessen Erfüllung nicht irgendwie in weiter Ferne ist, der irgendwie unrealistisch ist, sondern eine Wunschformulierung, die jetzt realistisch und erfüllbar ist. Denn es ist Gott, der diesen Wachstum bewirkt. Es ist Gott, der durch seinen Heiligen Geist das Wachstum gibt. Der Heilige Geist verändert uns. Und an verschiedenen Stellen im Neuen Testament lesen wir davon, wie er das tut. Eine Formulierung wird zum Beispiel in 2. Korinther 3, Vers 18 folgendermaßen da gemacht. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, Gott selbst anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Also Gott verändert uns durch seinen Heiligen Geist, mit seinem Heiligen Geist, der in uns lebt. Er lässt uns wachsen und reicher werden an Liebe. Wie macht er das? Er spricht zu uns durch die Bibel, durch sein Wort, aber er macht es auch durch andere Menschen, die uns begegnen. Und ganz konkret durch Menschen, die uns in der Kirche begegnen. Manchmal denken wir vielleicht, Wachstum ist so ein ganz individueller Prozess. Ich wachse. Und ich bin verantwortlich für mein geistliches Wachstum, für meine Reife, für meine Persönlichkeit. Gott verändert mich. Das ist etwas, was ich mit Gott persönlich ausmache. Und das Wachstum der anderen ist ihre Sache. Aber hier in diesem Abschnitt wendet sich Paulus an die gesamte Gemeinde der Thessalonicher und er sagt, ihr sollt wachsen als Gesamtgemeinde. Wachstum ist auch ein gemeinsamer Prozess. Die ganze Gemeinde soll wachsen. Euch lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in Liebe. Und ich denke, das gilt auch für uns. In unserer Vision für 2030, die wir uns im letzten Jahr miteinander entwickelt haben, wollen wir 4 Fokuspunkte setzen. Und einer davon ist dieses, ich nenne es mal qualitatives Wachstum. Dass wir noch mehr eine Kirche sein wollen, in der Menschen zu reifen Personen in ihrem Glauben und ihrem Leben werden. Eine Kirche, die bekannt dafür ist, für den festen Glauben. Jeder Einzelne, wo jeder Einzelne Wachstumsschritte macht, wo jeder Einzelne vorankommt in seiner Persönlichkeit und wo wir als ganze Kirche auch dafür bekannt werden. Und ich habe unsere Kirche in dieser Zeit, die ich jetzt hier Mitglied bin, in den letzten 7, 8 Jahren so kennengelernt. Als eine Kirche, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen und Wachstumsschritte machen. Wo einige dazukommen, die viel mit dem Glauben vorher zu tun hatten. Andere, die den Glauben ganz neu entdecken oder wieder neu entdecken. Manche, die dabei sind, den
noch herauszufinden, was das mit dem Glauben auf sich hat. Und genau dafür ist Kirche da. Unterschiedliche Menschen kommen zusammen, Gottes Geist wirkt ihnen mitten unter ihnen und sie alle machen Entwicklungsschritte. Sie alle machen Schritte der Veränderung im Glauben und in der Lebensführung. Das war auch der Fall bei den Thessalonichern. Sie waren für zwei Dinge bekannt, für ihren Glauben und für ihre Liebe. Und das wird mehrfach betont, sie sind darin sogar zum Vorbild für andere Christen geworden. Und dennoch betet Paulus an dieser Stelle und sagt, ihr sollt noch mehr wachsen, noch reicher werden in Liebe. Da, wo ihr jetzt seid, das ist eine gute Ausgangsbasis. Und dennoch sollt ihr noch mehr verändert werden. Eure bisherige Liebe ist richtig gut. Das, was ihr miteinander praktiziert an Nächstenliebe, wie einander annehmt, das ist richtig gut. Aber sie kann sich noch weiterentwickeln. Die verändernde Kraft der Liebe ist bei euch, kann bei euch noch sichtbarer werden. Worum geht es konkret? Liebe nimmt den anderen Menschen an, wie er ist. Mit all seinen Schwächen, mit all seinen Herausforderungen, mit seinen Problemen, mit seinen Stärken. Liebe nimmt bedingungslos an. Aber Liebe bemüht sich auch darum, um den anderen Menschen. Liebe bemüht sich darum, dass der andere Schritte des Wachstums macht, will ihm helfen, sich zu verändern. Es ist nicht unbedingt immer ein Ausdruck von Liebe, alle negativen Dinge einfach zu übersehen, sondern Liebe kann auch konfrontieren und Probleme aufdecken. Und Liebe hilft dabei, diese Probleme zu überwinden. Liebe hat eine verändernde Kraft. Und deswegen lesen wir nochmal den Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Um das praktisch zu machen, nennt Paulus für die Thessalonicher ein Beispiel. Er gibt ihnen eine Illustration, ein Vorbild, an dem sie sich orientieren können. Und er sagt zu ihnen, orientiert euch an der Liebe, wie wir sie zu euch haben. Nehmt uns zum Vorbild. Wie hat Paulus das gemacht? Wie hat er seine Liebe den Thessalonichern gezeigt? Er sagt es in 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir bereit waren, euch nicht nur Gottes gute Botschaft weiterzugeben, sondern unser eigenes Leben mit euch zu teilen. Wir haben es für euch geöffnet, wir haben euch in unser Leben hineingelassen. Und ein paar Verse weiter, in 1. Thessalonicher 2, Vers 11 bis 12 lesen wir, ihr wisst ja, dass wir um jeden Einzelnen von euch uns gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Und dass wir euch ermahnt, ermutigt und beschworen haben, so zu leben, dass es Gott Ehre macht. Dem Gott, der euch dazu berufen hat, an seiner Herrschaft und Herrlichkeit teilzuhaben. Paulus sagt, so sieht verändernde Liebe ganz praktisch aus. Es geht darum, das Leben zu teilen, die Menschen in das Leben hineinzulassen und sich um die Menschen zu kümmern. Um sie zu kümmern, um die Thessalonicher zu kümmern, das, was bewegt, zu teilen und zu kümmern, das heißt zu ermahnen, zu ermutigen. Und er nennt dieses starke Wort sogar an dieser Stelle. Ja, wir haben euch beschworen, das heißt eindringlich darauf hingewiesen, so zu leben, wie es dem Maßstab Gottes entspricht, wie es Gott Ehre macht. Die Kirche ist der Ort, wo du Menschen findest, die eine solche aufrichtige Liebe für dich haben. Kirche ist der Ort, wo du Menschen hast, die dich lieben und dir helfen zu wachsen. Das ist zumindest der Gedanke und die Vorstellung von Gott von einer Kirche, wie sie sein sollte, von einer Kirche, die liebt. Und ich erlebe unsere Kirche an vielen Stellen in dieser Form und sehe, dass es diese Beziehungen gibt, wo wir einander auf diese Art und Weise lieben. Ich sehe Menschen in unserer Kirche, die ihr Leben teilen mit anderen. Die andere hineinlassen in ihr Leben und teilhaben lassen an den Herausforderungen, an den guten Dingen, wo Leben miteinander geteilt wird. Ich sehe Menschen in unserer Kirche, die sich um andere kümmern, die darauf bedacht sind, dass es den anderen gut geht, dass sie wachsen. Ich sehe in unserer Kirche Menschen, die ermutigen, die für andere da sind in herausfordernden Zeiten. Ich sehe in unserer Kirche auch Menschen, die andere ermahnen und das teilweise auch da, wo es nötig ist, eindringlich tun. Und ich denke aber auch, dass wir als Kirche auch da noch
Wachstumspotenzial haben, dass wir ähnlich wie die Thessalonicher darin weiter wachsen können. Liebe ist sichtbar bei uns, auch in Zeiten, wo wir uns vielleicht nicht sonntags, täglich, wöchentlich sehen, sondern in Zeiten von Corona, wo wir Abstand miteinander haben, bekomme ich das mit. Aber es gibt auch noch Potenzial an dieser Stelle für uns zu wachsen. Und ich möchte dir eine ganz konkrete Möglichkeit nennen, wie du so einen Ort wie des Wachstums ganz praktisch erleben kannst. Die beste Möglichkeit, so zu wachsen und auf diese Art und Weise Liebe zu erfahren, die verändert, die herausfordert, die prägt, der beste Ort dafür ist eine Kleingruppe. Wenn du hierfür zur Kirche für Bonn ja auch schon gehört hast, bevor wir miteinander ja diese Zeiten des digitalen Gottesdienstes gefeiert haben, wenn du zur Kirche für Bonn gehörst und unsere Gottesdienste sonntags auch immer wieder besucht hast, dann hast du es vielleicht mitbekommen, dass wir uns in diesem Jahr ganz konkret mit dem Thema Kleingruppen befassen. Wir wollen im Herbst mit einem neuen Konzept starten von Kleingruppen. Wir wollen Kleingruppen noch fokussierter in unseren Alltag mit hineinnehmen. Und Kleingruppen waren uns schon immer wichtig als Kirche. Wir haben das an verschiedenen Stellen erlebt, wir haben das erfahren. Aber Kleingruppen sind gerade der Ort, und das ist uns wichtig geworden, wo wir erleben können, was es heißt, voneinander zu lernen und einander zu helfen, Leben zu teilen und uns umeinander zu kümmern. Und deswegen möchte ich eine ganz konkrete Einladung an dich aussprechen. Im Herbst, wenn wir mit dem neuen Konzept starten werden, das wird Ende September der Fall sein, dann melde dich zu einer Kleingruppe an. Werde Teil einer Kleingruppe. Ab Herbst werden wir die Kleingruppen alle semesterweise haben. Und du hast die Möglichkeit, wenn du vielleicht noch nie in einer Kleingruppe gewesen bist, dir das einfach mal anzuschauen und für ein Semester dabei zu sein. Und wenn es dir nicht gefällt, wenn du vielleicht keine Zeit mehr hast, auch wieder auszusteigen. Aber ich lade dich ein, probier es aus. Es tut dir gut, davon bin ich überzeugt, da bin ich mir sicher. Du wirst Schritte des Glaubenswachstums tun, die du vielleicht schon lange wünschst. Oder du startest einfach selbst mit einer Kleingruppe. Wir wollen ganz unterschiedliche Kleingruppen haben, klassische Bibelstudiumsgruppen, aber auch Freizeitgruppen, wo wir das Leben miteinander teilen, wo wir durch Beziehungen miteinander wachsen. Melde dich dafür, werde Teil einer Kleingruppe, starte eine Kleingruppe. Denn Kleingruppen sind der ideale Ort, um verändernde Liebe zu erleben und zu erfahren. Kleingruppen sind der Ort, wo wir diesem Wachstumsziel Heiligung ein Stück weit näher kommen und Schritte darauf zugehen. Vielleicht kennst du aber uns als Kirche nur vom Livestream bislang. Vielleicht gerade bist du in Zeiten von Corona dazugekommen, schaust regelmäßig unsere digitalen Gottesdienste, bist hier noch nie vor Ort gewesen. Besuchst vielleicht vor Ort bei dir in deiner Heimat eine Kirche, Kleingruppe sonst zu normalen Zeiten. Vielleicht lebst du in einem ganz anderen Teil der Republik. Auch dich möchte ich ermutigen, der oder diejenige zu sein, die anfängt, Liebe auf diese Art und Weise zu leben. Da, wo du bist, in deiner Kleingruppe, in deiner Kirche, es beginnt mit dir. Vielleicht erinnerst du dich an das Bild, hoffentlich erinnerst du dich an das Bild, das wir am Anfang da hatten, von der Dresine, von der Handhebel-Dresine. Für Glaubenswachstum, habe ich gesagt, ist das Gefährt, das uns am schnellsten voranbringt. Warum? Sei du derjenige, der auf der einen Seite steht und den Hebel in die Hand nimmt und Liebe investiert in andere. Sei du derjenige, der diesen Schritt macht und wirklich Liebe investiert in andere. Die Person, die diese Liebe dann erlebt hat, angenommen hat, gespürt hat, wird das merken. Und irgendwann mal wird sie sich auf die andere Seite des Hebels stellen und den Hebel auf der anderen Seite betätigen und ihn ebenfalls drücken. Und dann wirst du derjenige sein, der diese verändernde Liebe empfängt und gemeinsam werdet ihr vorankommen. Gemeinsam werdet ihr an Fahrt gewinnen, weil ihr gemeinsam in die gleiche Richtung unterwegs seid, weil ihr gemeinsam auf der gleichen Plattform steht und in die gleiche Richtung unterwegs seid. Auf diese Art und Weise geht es am schnellsten. Wir denken manchmal, Glaubenswachstum ist sowieso, sich in ein Gefährt zu setzen, ein Auto zu setzen und einfach
das Gaspedal zu drücken und alleine durchzustarten. Aber Glaubenswachstum, geistliches Wachstum funktioniert am besten gemeinsam. Und deswegen ist so eine Handhebeldresine eigentlich das Gefährt unserer Wahl, das Transportmittel unserer Wahl, wenn es darum gehen soll, im Glauben voranzukommen. Ich möchte dich einladen, diese Liebe zu investieren. Hier vor Ort in der Kirche Verbund. An da, wo du bist, an deinem Ort, in deiner Kirche. Und wenn du vielleicht noch gar nicht Teil einer Kirche bist, dann melde dich bei uns. Wir wollen dich einladen, hier Teil dieser Kirche zu werden oder aber auch Teil einer anderen Kirche zu werden. Wir helfen dir dabei, eine gute Kirche bei dir vor Ort in deiner Nähe zu finden. Denn jeder von uns braucht Veränderung. Und der beste Ort, um Veränderung zu erfahren, um zu wachsen, ist die Kirche. Davon sind wir überzeugt. Kirche, die liebt, verändert. Amen.